Und daher freue ich mich jetzt, den nächsten Vortrag ankündigen zu dürfen, nämlich von der Integrata Cegos, auch ein langjähriger Partner vom Herd Verlag. Ganz kurz ein paar Facts zu Integrata Cegos. Steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainingsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschsprachigen Markt hier auch erarbeitet hat. Und als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die dann ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation in der täglichen Arbeitswelt Schritt zu halten. Und für die Integrata Cegos wird heute die Frau Ute Herzog präsentieren. Die Frau Herzog ist als selbstständige Trainerin ja quasi eine Allrounderin, also hat unheimlich viel Erfahrung auch in den Bereichen Webinare, Seminare, Roadshows, Floorwalking, auch in der Erstellung, was Dokumentation und so weiter betrifft. Und Inhalt ihres Vortrages wird eben sein, wie man Teams und Kanäle sinnvoll einsetzen kann, und zwar ganz konkret und ganz gezielt am Beispiel von Use Cases. Und jetzt, ja, übergebe ich das Wort der Frau Herzog und wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß. Bitte schön. Ich sage auch willkommen, Frau Herzog, und ich übergebe den Bildschirm jetzt an Sie und wünsche auch viel Spaß bei der Präsentation. Dankeschön, Herr Reding und Herr Schneider. So, ich habe also den Bildschirm. Ich begrüße Sie auch ganz, ganz herzlich, auch im Namen der Integrata Cegos. Ich habe sogar jetzt eine richtig gute Überleitung bekommen, dank dem Herrn Böge. Der Herr Böge hat für irgendwann mal einen Vortrag über Teams im Einsatz, auch für Trainer, gesprochen. Und diesen Vortrag werde ich eigentlich zum Teil dann schon durchführen aus meiner Sicht, weil genau diese Erfahrung durfte ich dank Covid-19 in den letzten Wochen machen und bin sehr, sehr positiv überrascht, wie gut es funktioniert hat. Und ja, und damit werde ich Ihnen jetzt einfach mal meine Erfahrungen zeigen. Mein Name nochmal, müssen wir das ausblenden? Sekunde. So. Jetzt kommt das PowerPoint zu sehen, ja genau. Ist aber noch der Arbeitsbildschirm, ne? Genau, ich mache es gerade so. Super. Okay, so. Perfekt. Also mein Thema ist das Chaos strukturieren, Teams effizient einsetzen. Warum ich von Chaos rede, ich habe bei ganz, ganz vielen Firmen die Erfahrung gemacht, man weiß nicht so richtig, was zunächst mal mit Office 365 oder Microsoft 365 anzufangen. Teams wird auch teilweise stiefmütterlich behandelt, weil man es einfach nicht kennt. Ich durfte es in den letzten 2 Jahren sehr intensiv kennenlernen. Und wie gesagt, gerade in den jetzigen schwierigen Zeiten, auch für Trainer natürlich, wirkt es ganz, ganz häufig als Lösung, als Unterstützung. Ich habe Ihnen folgende Agenda mitgebracht. Ich möchte zunächst mal Teams zu SharePoint und OneDrive abgrenzen. Mir ist aufgefallen, dass viele, wenn sie eben mit Microsoft 365 starten, sehen, da gibt es SharePoint, da gibt es OneDrive, den eigenen SharePoint-Bereich. Aber wo gehört jetzt Teams rein, ist die große Frage. Dann möchte ich Teams natürlich genauer unter die Lupe nehmen. Das ist ja im Prinzip dann genau das, was gefragt worden ist. Was macht das Teams alles? Ich hörte von vielen Firmen, da kann man halt chatten oder auch mal anrufen oder eine Videokonferenz machen. Aber diese Zusammenarbeitsfunktion von Teams, dass man Teams mit Kanälen und Mitgliedern anlegt, verwaltet und dann wirklich richtig im Team zusammenarbeitet, das kam bei den meisten zu kurz. Also ich bin im Prinzip immer auf die Problematik gestoßen. Entweder hatte man gar keine Idee, was man damit machen sollte, dann fiel es unter den Tisch und man hat mit ganz anderen Dingen begonnen. Ich habe bei einer Firma erlebt, dass sie als Einstiegs-App von Office 365 Yammer eingesetzt haben, was dann viele Leute abgeschreckt haben, weil sie von lauter Nachrichten überflutet wurden. Und bei anderen habe ich gemerkt, da wurde einfach alles freigeschaltet und dann gab es in Teams einen Wildwuchs und alle sagten, oh, da stehen so viele Sachen drin, da kommt auch kein Mensch klar damit. Und das möchte ich einfach mal klären, wie kann ich es am besten einsetzen? Und dazu habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, unter anderem auch das Beispiel, das der Herr Böge kurz angeschnitten hat, für Trainer, die gemeinsam arbeiten, eine Austauschplattform zu bieten. Wenn wir dann Zeit haben, noch eine ganz kleine Demo, weil Teams ist aus meiner Sicht auch recht übersichtlich, überschaubar. Also ist auch der große Vorteil dann nachher zu SharePoint. Und am Schluss biete ich Ihnen dann noch einen kleinen Überblick über die Schulung von Integrata an zu diesem Thema. Und wir machen natürlich wieder unsere Fragerunde.
So, also eine der Fragen, die immer auftaucht, ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Teams und SharePoint? Hat Teams überhaupt was mit SharePoint zu tun? Und da habe ich Ihnen die Antworten. Teams ist für mich eine Untermenge von SharePoint, weil Teams, wenn ich ein Team erstelle in Teams, habe ich gleichzeitig eine SharePoint-Website erstellt. Das haben wir auch hier nochmal. Jedes Team, das ich neu anlege, ist ganz automatisch eine SharePoint-Website. Eine SharePoint-Website allerdings muss ich zuerst explizit zu einem Team machen. Das ist der Unterschied. Ich kann aber auch, das ist ein schöner Ansatzgedanke, wenn ich mit SharePoint losgelegt habe und sage, ja, SharePoint ist doch für die Leute ein bisschen viel auf einmal, erschlägt sie, kann ich hinterher ein Team draus machen und denen dann eine übersichtlichere Austauschplattform bieten. SharePoint-Websites haben zusätzlich noch eine Web-Oberfläche, die haben also einfach mehr als Teams. Da kann ich dann im Stil einer Website verschiedene Inhalte publizieren, Infos, News, aber ich glaube, das haben Sie wahrscheinlich schon beim Herrn Rybotsky gesehen. Und ein Verzeichnis, dass ich einen Ordner, ein Verzeichnis, das ich auf einer SharePoint-Website anlege, das wird kein Kanal, also keine Unterrubrik von Teams, auch wenn dahinter ein Team steckt. Aber wenn ich einen Kanal in einem Team anlege, kann ich das nachher als Verzeichnis auf einer SharePoint-Website sehen. SharePoint-Websites kann man folgen, sowas einen Bookmark versehen, sowas finde ich bei Teams nicht, aber ich kann bei Teams zum Beispiel die Teams, die mich nicht mehr interessieren, auch ausblenden und bei Bedarf wieder einblenden. Die Dokumentenbearbeitung auf einer SharePoint-Website hat wesentlich mehr Möglichkeiten, als wenn ich die Dokumentenbearbeitung in Teams betrachte, obwohl SharePoint dahinter steckt. Zum Beispiel eine Versionsverwaltung, die suche ich in Teams vergeblich, aber ich kann mit einem einfachen Sprung dann auf die SharePoint-Website, die das Team darstellt, zurückspringen und da kann ich meine Versionsverwaltung einsehen. Also im Prinzip muss ich, obwohl es eine einfache Oberfläche ist als SharePoint, auf nichts verzichten, was mir eine SharePoint-Website bietet. Ich nehme einfach die Schnittstelle, um zu SharePoint zu wechseln. So. Alles, was Microsoft 365 angeht, basiert letztendlich auf der Cloud. Das haben Sie bestimmt auch schon gehört. Ich erkläre immer ganz gern die Unterschiede Teams, OneDrive, SharePoint so, dass ich sage, SharePoint ist die absolute Basis, also SharePoint Online, die absolute Basis von Office 365, Microsoft 365. Es ist die Cloud. Alles, was ich speichere, wird zunächst mal auf SharePoint gespeichert. Und dazu gehören mal die ganz bekannten Dinge für uns, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, das ist alles auf der Basis SharePoint. Ich kann natürlich, das haben Sie aber auch beim Vortrag von Herrn Rybotsky bestimmt gehört, ich kann natürlich das dann mir auf meinen Rechner herunterladen, synchronisieren, aber zunächst mal arbeite ich auf SharePoint. Dann kommen auf der SharePoint-Seite noch diese vielen, vielen Apps, die es gibt dazu, von Office 365, Microsoft 365 und davon ist halt eine App, die Teams-App, um die ich mich jetzt gleich kümmern werde, auf die ich mich konzentrieren werde. Und der letzte Teil von SharePoint ist dann einfach der eigene Teil dieser Zugriffsplattform, der für die persönliche Ablage von einem Mitarbeiter oder einer Person ist. Und das ist das OneDrive. Also ich denke, mit dieser Übersicht ist mal ein bisschen klarer. Und jetzt sieht man auch, warum ich gesagt habe, Teams ist SharePoint. So. Wie spielt denn SharePoint Teams zusammen und Outlook kommt an dieser Stelle auch noch ins Spiel? Als ich mich vor 2-3 Jahren mit diesem Thema, damals Office 365, heute Microsoft 365, auseinandersetzte, da hatte ich das Problem, dass ich einfach für mich im stillen Kämmerlein, als Trainer macht man das immer im stillen Kämmerlein, zuerst mal keinen Überblick hatte. Ich war maßlos verwirrt. Ich habe ein Team angelegt. Dann habe ich das plötzlich als SharePoint, als Website gefunden. Dann habe ich eine SharePoint-Website angelegt, die war aber kein Team. Dann habe ich plötzlich in Outlook gesehen, da gibt es ja auch nochmal eine nette Funktion, neue Gruppe, Gruppe durchsuchen und habe herausgefunden, dass eine Outlook-Gruppe letztendlich auch wieder eine SharePoint-Website werden kann. Verbunden sind wiederum Outlook und Teams auch wieder. Und zwar, wenn ich einen Kalendereintrag in Teams mache, erscheint der in Outlook. Und wenn ich in Outlook einen Eintrag mache, erscheint der in Teams. Das heißt also, wenn wir das Ganze voll rund anschauen, dann kann ich aus SharePoint die Website hinterher zu einem Team machen. Und Outlook, der Kalender, Termine, meine Besprechungen sind alle identisch. Ich muss halt einen Exchange-Server für den Austausch nutzen. Also mit diesem Überblick ist es ein bisschen einfacher. Und wir bewegen uns jetzt aber in den nächsten 20 Minuten ganz klar auf der linken Seite bei Teams. So, was ist Teams denn eigentlich?
Auch das schon mal ganz kurz angesprochen, Cloud-basiert, ganz klar, es liegt auf SharePoint Online. Und dann ist es ein Kommunikationstool, da kann ich chatten, Videokonferenzen machen. So. Und schließlich ist es die zentrale App für Teamarbeit in Office oder Microsoft 365. Es ist eine Arbeitsplattform für ein Team. Das heißt, ich lege hier alle Informationen, die ein Team braucht, ab. In erster Linie natürlich Dateien, aber ich kann auch sonstige Informationen ablegen, Besprechungsinformationen, Aufgabeninformationen. Dann habe ich eine Kommunikationsplattform innerhalb vom Team, Chat, Video, Telefonkonferenz. Ganz viele Leute sind beim Start mit Teams ein bisschen verwirrt, weil einmal taucht im Team die Chat- und Videokonferenzmöglichkeit auf und einmal außerhalb vom Team nochmal die Funktion Chat, Telefon. Und das eine ist einfach ein Chat, das Kommunikationstool, Chat losgelöst von einem Team. Und das andere ist, wenn ich jetzt loschatte, habe ich automatisch schon mein ganzes Team in der Leitung. Ich muss die Leute also nicht mehr extra zum Chat einladen, sondern alle, die zum Team gehören, bekommen den Chat automatisch mit. Dann kann ich bestimmte Tools für ein Team zur Verfügung stellen. Da gibt es zum Beispiel diesen Planner oder ein eigenes Notizbuch für ein Team einbinden, wo man sich austauscht. Und ein ganz, ganz großer Vorteil, jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, die angesprochen worden ist, ich habe mehrere Trainer, die einen Auftrag für ein größeres Schulungsthema bei einer Firma teilen. Ich kann jetzt in mein Team auch Externe einladen. Und die können problemlos auf die gleichen Informationen zugreifen. Allerdings haben sie von den Möglichkeiten und den Befugnissen weniger Rechte als ein Mitarbeiter oder sogar der Team-Owner. Wir konzentrieren uns jetzt voll in den nächsten paar Minuten einfach auf die Teamarbeit in Office 365. Wir wollen sehen, was man mit dem Team alles machen kann. So, wenn ich Ihnen jetzt gleich ein paar Beispiele zu Teams zeige, müsste ich ein paar Erklärungen vorab bringen. Ein Team hat Kanäle. Kanäle sind für mich Unterrubriken, also Unterthemen des Teams. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich habe da ein bestimmtes Thema in dem Kanal drin, das ich jetzt zusammenfasse. Ich will für eine bestimmte Abteilung innerhalb von einem Team einen Kanal schaffen, damit die Abteilung alle Informationen sammeln kann oder für Projekte. In den Kanälen dann sind jeweils Chat-Unterhaltungen für alle Mitglieder. Man kann Wikis anlegen, Notizbücher anlegen, wie gesagt, die unterschiedlichsten App-Planner, Umfragen erstellen und weitere Informationen und Dateien zur Verfügung stellen. Wenn ich Benachrichtigungen mache im entsprechenden Kanal, dann bekommt es genau das Team, das diesem Kanal zugeordnet ist, zur Verfügung gestellt und genau dieses kann dort alle Informationen abholen. Ein Team kriegt bestimmte Teammitglieder zugewiesen und wenn ich dann Kanäle mache, dann bekommen alle Kanäle, die ich als öffentliche Kanäle in diesem Team deklariere, automatisch auch diese Teammitglieder zugewiesen. Aber ich habe eine besondere Möglichkeit, ich kann einen privaten Kanal machen und im privaten trage ich dann nur eine Untermenge der Teamsmitglieder ein. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Projekt laufen, die von den gleichen 20 Personen gemacht werden und habe 5 Kanäle für Projekt 1 bis 5. Und Projekt 6 soll jetzt aber nur von 5 Mitgliedern gemacht werden. Und es ist ein bisschen ein geheimes Projekt, die anderen sollen es nicht wissen. Also mache ich einen privaten Kanal, in dem nur diese 5 als Untermenge von meinen Teamsmitgliedern drin sind. Und die anderen können dann diese Informationen nicht einsehen. So, wie bringe ich Teams in meine Organisation ein? Sie müssen sich dazu bestimmte Fragen stellen, damit Sie das einbringen können. Und oft ergeben sich dann eigentlich aus den Fragen die Antworten, wie Sie das dann auch umsetzen können. Was Sie auf keinen Fall machen sollten, ist eben der Zustand A. Wildwuchs lassen Sie niemals jeden Teams anlegen. Es gibt dann wirklich keine Übersicht mehr. Ich bin total erschüttert immer, wenn ich in so eine Firma reinkomme, die das zugelassen hat. Denke ich, okay, wie fängst du jetzt da am besten an? Und die andere Seite ist mir dann aber fast lieber, die Leute sagen, ich habe keine Idee. Ich weiß gar nicht so recht, wozu das da ist. Was soll ich denn damit machen? Bei denen ist es ein bisschen einfacher, weil da kann man es dann gleich gezielt aufbauen. Bei den anderen muss man zuerst mal gezielt abbauen.
Aber beide Seiten sind natürlich die Seiten, die brauchen dann Unterstützung beim Einsatz von Teams. Es gibt auch Firmen, da hat irgendjemand schon klar den Vorteil von Teams erkannt. Die haben auch sauber gestartet. Die bekommen das auch alleine auf die Reihe. Aber es ist dann meistens so, dass auch irgendjemand sich damit beschäftigt hat und gesehen hat, was eigentlich das Herzstück von Teams ist. Und dann funktioniert es auch ohne Beratung. Aber wenn Sie wirklich jetzt bei Ihrer Firma den Blick auf die linke oder rechte Seite dieses Diagramms haben und sagen, ja, das ist genau unser Zustand, dann einfach mal ein bisschen Unterstützung holen. Das kriegt man relativ schnell auf die Reihe, wie gesagt, mit der richtigen Fragestellung. So, wann, wofür lege ich ein Team an? Das ist jetzt die große Fragestellung. Wenn Sie das anlegen möchten, immer planen. Also unstrukturiert geht nicht. Und wie gesagt, nur immer eine bestimmte Menge von Leuten das zulassen. Ich empfehle den Firmen auch immer, dass sie dann Key-Users ausbilden, dass sie einfach wissen, was ein Team ist. Der Umgang mit einem bereits angelegten Team für die Mitarbeiter ist relativ einfach und selbsterklärend. Man kann auch Schulungen machen und mal kurz, aber das sind normalerweise relativ kurze Schulungen. Aber die Planungsphase, wenn die gut ist, dann ist auch die Übersichtlichkeit gewährleistet. Dann kann ich auch die Leute dazu bekommen, dass sie eine Akzeptanz dafür hegen. So, eigentlich besteht die Planung, wie immer eine Planung, aus vielen Überlegungen. Sie müssten sich mal überlegen, in welche logischen oder fachlichen oder sonstigen Bereichen Sie Ihr Unternehmen, Ihre Organisation einteilen können. Das muss nicht die einzige Überlegung bleiben. Die parallele Überlegung kann dann auch sein, arbeiten Sie in Ihrer Organisation, Ihrem Unternehmen sehr projektorientiert oder haben Sie mit Projekten nichts am Hut, sind die Abteilungen der Fokus oder sind bestimmte Themen, die aufgearbeitet werden müssen, das Zentrum oder dreht sich alles rund um Ihre Produktwelt. Ich mache zu allem dann oder zu fast allem dann mal noch ein Beispiel nachher, dass es ein bisschen klarer wird. Und die größte Überlegung ist dann, wenn Sie die ersten zwei Fragen sich beantworten konnten, bei den ersten zwei Fragen kann es auch vorkommen, dass Sie sagen, wir haben sowohl logische als auch fachliche Bereiche. Wir haben sowohl projektorientierte Arbeitsweise als auch produktorientierte Arbeitsweise. Ist gar kein Problem für Teams. In dem Moment, wo Sie eine Antwort haben, können Sie mit der nächsten Überlegung weitermachen. Wie kann ich jetzt diese Bereiche zusammenfassen? Ich arbeite zum Beispiel abteilungsorientiert. Hat eine Abteilung wiederum verschiedene wichtige Bereiche oder Aufgaben oder Themen, die irgendwo zentral einsehbar sein sollten? Kann ich ein Projekt eventuell in Unterprojekte zerlegen? Oder habe ich sehr ähnliche Projekte, die von denselben Mitarbeitern durchgeführt werden? Gibt es Themen, bei denen meine Mitarbeiter zentrale Informationen erhalten sollen? Die sollten dann aber auch eine Möglichkeit bekommen, dass sie Rückfragen zu den Themen stellen. Und das wäre zum Beispiel im Chat möglich. Oder möchte ich eine Übersicht, jetzt sind wir wieder beim Thema Herr Böke, und da habe ich auch wirklich Erfahrung aus erster Hand, soll es zum Beispiel eine Übersicht über alle Schulungen mit sämtlichen Infos und Austauschmöglichkeiten geben. Ich habe einen Pool von Trainern, die Deutschland oder weltweit verstreut sind, die überall die gleiche Schulung halten sollen und mit den gleichen Dateien, die auch ihre Ansprechpartner kennenlernen sollen, die über die Schulungsräume informiert werden, über die Besonderheiten von Standorten und so weiter, dann mache ich es an einer Stelle. Ich habe da zwei Beispiele, die ich die letzten Jahre live erlebt habe. Ein Unternehmen engagiert mich als Trainerin und mit 10 anderen Trainern und schickt mir dann die ganzen Infos per E-Mail zu. Ich kann ganz ehrlich sagen, da werde ich immer ein bisschen kirre. Es treibt mich in Wahnsinn. Beim letzten solchen Projekt war ich davor auch noch 2 Wochen im Urlaub, komme zurück und muss erstmal 120 E-Mails ordnen, gucken, welches ist die aktuelle Schulungsdatei, wo ist der aktuelle Schulungsraum, wer ist mein aktueller Ansprechpartner. Bei der anderen Firma, die ein Team zusammengestellt hat, bin ich auf das Team gegangen, bin reingegangen in den Standort, wo ich schulen sollte, habe mir die Informationen über Ansprechpartner, Schulungsraum, über aktuelle Dateien, die für die Schulung zu verwenden sind, geholt und war in circa 5 Minuten, 10 Minuten fertig vorbereitet. Die E-Mails musste ich rund 3, 4 Stunden abarbeiten und in logischen Kontext bringen. Also es war ein völlig anderer Aufwand und es passierte auch ganz schnell, dass man mal irgendeine E-Mail dazwischen übersieht, weil es eben so viele sind. Die letzte Frage, die Sie sind, oder es ist nicht die letzte Frage, aber eine weitere Frage, die Sie sich stellen könnten, ist zum Beispiel, wird immer wieder
in bestimmten Abständen mit verschiedenen Gruppen dasselbe ausgearbeitet. Auch da würde sich vielleicht anbieten, dass man ein Team dann zu dieser Sache anlegt und eben mit verschiedenen Leuten dann bestimmte Dinge abarbeiten lässt. Ich habe jetzt Punkt, Punkt, Punkt gemacht, weil es wahrscheinlich 100.000 Möglichkeiten mehr gibt zum Einsetzen. Ich kann die gar nicht alle wissen, aber im Prinzip ist der zentrale Punkt, ich möchte eine Zusammenarbeit haben. Ich möchte, dass die Leute sich ihre Informationen recht einfach, schnell abholen können. Und letztendlich, je besser meine Planung ist, desto besser kann ich dann das mit Teams abbilden. Ein paar Beispiele habe ich gesagt. Ein Beispiel, ich arbeite projektbezogen. Dann lege ich in Teams zum Beispiel ein Projekt Linux an und dann habe ich automatisch immer, wenn ich ein Projekt anlege, den Kanal allgemein. Dann ist es ganz wichtig bei diesem Projekt, dass die Dokumentation stimmt, also gibt es einen Kanal zur Dokumentation. Dann möchte ich in einem Kanal alles, was programmiert wird, die Informationen zusammenfassen und wenn dann das nachher in dem Projekt eine Schulung folgt, dann alles, was zur Schulung gehört. Und jeder Kanal ist dann eben unterteilt in die Chatbeiträge für den Kanal, in die Dateien, die zum Kanal gehören. Wenn man möchte, kann man ein Wiki anlegen, eine Dokumentbibliothek anlegen, Planungsaufgaben anlegen, sehr viele mehr. Das möchte ich Ihnen ganz kurz nachher noch in der Live-Demo zeigen. Zweites Beispiel. Sie arbeiten eher projekt- und dabei auch noch standortbezogen. Das ist das Beispiel, was ich mit meinen Schulungen meinte. Ich habe einen Kunden XY, der soll geschult werden. Und einmal wird im Werk Dresden, einmal in Hamburg, einmal in München, einmal in Stuttgart geschult. Und jedes Werk hat ein bisschen andere Besonderheiten. Die kriegen andere Übungsdateien, die haben andere Schulungsräume, die haben andere Ansprechpartner. Und ich als Trainer logge mich dann bei meinem Auftraggeber ein auf diese Teams-Gruppe und sage dann, heute muss ich ins Werk Dresden, hol mir die Infos ab, hol mir die Dateien ab. Unter Allgemein fand ich dann, wie kann ich den Auftrag abrechnen, wohin soll ich die Rechnung schicken und alles, was eben alle Werke gleichzeitig betraf. Nochmal ein Beispiel, jetzt arbeiten wir eher abteilungsbezogen. Zum Beispiel die Abteilung Einkauf will über Teams zusammenarbeiten. Dann haben Sie eventuell einen Kanal, der alles über Lieferanten enthält. Dann über Sonderaktionen. Und die Preise, die sind zum Beispiel ein privater Kanal. Da kann nicht jeder rein. Das ist entsprechend gekennzeichnet. Oder ich könnte ein Intranet machen, also themenbezogen. Ich habe hier ein Intranet für meinen Mann und mich aufgezogen, richtig großes, das ganz, ganz viele Leute verwenden. Das heißt Herzog-Fischer-Intranet, allgemein. Da habe ich Ansprechpartner im Intranet, Formulare, Tools hinterlegt. Das letzte Beispiel, was ich nochmal habe, ist jetzt zum Beispiel wieder ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich gebe auch Vorlesungen an verschiedenen Hochschulen, auch in Nürtingen. Und seit Covid-19 dürfen wir das online machen, mit Teams übrigens auch wieder. Und ich lege dann einfach ein Team an für die Hochschule Nürtingen, Hochschule Geislingen, wo immer ich Vorlesungen gebe, für jedes Semester. Jetzt bin ich zum Beispiel semesterbezogen, habe nochmal einen allgemeinen Kanal, wo alle Semester allgemeine Infos finden und wieder einen privaten Kanal zu Klausuren. So, ich habe Ihnen eine ganz, ganz kurze Live-Demo versprochen. Das kann ich auch machen. Zeitlich ist noch drin. Deswegen habe ich Teams auch schon mal geöffnet bei mir. Machen wir mal hier kurz die Kamera noch aus. So, hier sehen Sie nochmal das von einem Screenshot. Wenn ich jetzt tatsächlich ein neues Team anlegen wollte, zum Beispiel möchte ich für Softwareentwicklungsprojekt XYZ ein neues Team anlegen, dann sage ich einfach, ich möchte es anlegen, erstellen, und völlig neu erstellen. Man kann es auch aus einer Microsoft-Gruppe oder einem Team erstellen. Ich mache es völlig neu. Privat, dann dürfen nur bestimmte Leute rein. Öffentlich, alle, die in meiner Organisation, in meinem Unternehmen sind, also letztendlich die gleiche E-Mail-Endung haben. Und organisationsweit, alle werden automatisch aus meiner Organisation eingebunden. Also das hier könnte zum Beispiel ein Kanal sein, Betriebssport. Dann können alle, die sich interessieren für Betriebssport, könnten reingehen. Ich würde jetzt einen Kanal Betriebssport zum Beispiel nicht jeden sofort in der Organisation aufnehmen. Die Leute können zwar wieder raus aus dem Team, wenn sie nicht wollen, aber ich würde es den Leuten selber überlassen, ob sie in Betriebssport rein oder ausgehen. Wenn das aber das Intranet wäre, dann würde ich jeden automatisch aufnehmen. Ich mache jetzt privat, dann wird es einfach mal Software XYZ genannt. Ich kann eine Beschreibung machen, sage erstellen.
Dann wird gefragt, wen ich einladen möchte. Kriege noch ein dickes Lob, dass ich den klicken konnte. Dann kann ich die Leute einladen. Das spare ich mir jetzt aus Zeitgründen. Man kann sie auch hinterher einladen. Und schon habe ich ein neues Thema erstellt. Machen wir den mal zu, dass wir mehr Platz haben. Und es hat sofort den Kanal allgemein und bietet mir die Möglichkeit, Personen hinzuzufügen, neue Kanäle zu erstellen, einen FAQ-Austausch zu öffnen. Und wenn ich dieses Fenster irgendwann mal nicht mehr habe, weil hier sehr, sehr viele Chatbeiträge drin waren, dann kann ich jederzeit auch über die Punkt-Punkt-Punkt-Schaltfläche hier steuern. Ich füge jetzt zum Beispiel mal einen Kanal hinzu, den nenne ich Modul A. Da sollen sich die Programmierer zum Programmiermodul A austauschen. Und hier wieder diese kleine Anmerkung. Ist es für alle Teammitglieder zuständig? Also erben alle Teammitglieder automatisch die Rechte auf diesen Kanal? Oder ist es privat? Das heißt, nur eine Untermenge von meinem Team darf da drauf gehen. Ich mache es einfach mal als öffentlich. Und jetzt habe ich meinen Kanal erstellt. Und hier oben sind tausende von Möglichkeiten, was der Kanal alles beinhalten kann. Also er kann im Prinzip einen Chatbeitrag enthalten und alle Teammitglieder sehen den Chatbeitrag dann auch automatisch. Alle, die da reingehen, sehen, was wurde denn bereits besprochen. Ich kann Dateien ranhängen, sind natürlich jetzt keine drin. Ich kann so eine kleine Wissensdatenbank, Wiki machen, das braucht ein bisschen. Oder ich kann eben weitere Registerkarten hinzufügen mit einer wichtigen Excel-Datei, mit einem Formular, mit einem Aufgabenplanung oder auch einem OneNote-Notizbuch. Also das sind dermaßen viele Möglichkeiten, was ich alles einbinden kann in meinen Kanal. Für die Beispiele, die ich Ihnen vorgeschlagen habe, gibt es da eigentlich keine Begrenzungen. So, das sollte wirklich nur eine kleine Demo bleiben. Sie sehen aber, es ist sehr übersichtlich letztendlich. Ich habe vorher auch schon mal gesagt, wenn jetzt irgendein Projekt abgelaufen ist, dann blende ich das Projekt einfach wieder aus. Kann später auch wieder einblenden, wenn ich mag. Und deswegen bleibt trotzdem für mich die Übersichtlichkeit hier erhalten. Gut, dann kehre ich zurück zu meiner Präsentation. Das war die Live-Demo. Und ich wollte Ihnen noch kurz vorstellen, was Integrata Ihnen im Moment an Schulungen, Workshops anbietet. Und da gibt es sowohl sogenannte offene Seminare, wo man sich dann an einer Geschäftsstelle anmelden kann und teilnehmen kann. Da ist einmal das Seminar Microsoft 365 für Führungskräfte. Gibt es auch ein integriertes E-Learning dazu. Da können sich Führungskräfte einfach mal kurz schlau machen, was kann ich mit diesem Teams alles machen. Aber es gibt natürlich auch ein Seminar, wo die Anwender reinkommen, auch wieder mit E-Learning. Und da lernen sie auch ein Team anzulegen, Mitglieder hinzuzunehmen, Mitglieder wieder rauszumachen, externe einzuladen. Also das spielt man wirklich alles rund um nicht nur Microsoft 365, sondern natürlich auch Teams ist ein Bestandteil, spielt man alles durch. Dann gibt es nochmal ein Seminar, da wird im Prinzip vor allem der Fokus auf dieses Yammer und Teams gelegt. Es ist aber auch gar kein Problem, dass Sie sagen, ich habe ganz eigene Bedürfnisse, das Vorgegebene hier interessiert mich nicht. Ich möchte eigentlich, das kommt sogar sehr häufig in letzter Zeit vor, ich habe das und das und das und möchte das und das so umsetzen. Können Sie mir jemanden schicken in-house, dann wird entsprechend jemand geschickt, der nur auf die Themen eingeht, die Sie brauchen. Und natürlich wird auch Consulting-Leistung erbracht in diesem Bereich. Und damit wäre ich am Ende von meinem Vortrag. Wahrscheinlich bin ich die einzige Referentin, die 1,5 Minuten vor früher fertig wurde. Und es wäre jetzt das Thema Fragen. Alles gut. Sie verzeihen mir, gell? Herzlichen Dank, Frau Herzog. Na, wir freuen uns immer, wenn das alles so flott geht und pünktlich ist. Da sind wir doch immer froh. Und dann haben wir auch noch die Zeit, um in Ruhe die ein oder andere Frage zu stellen. Und Gregor, du hattest auch schon einige Fragen aus dem Panel gesehen, die du stellen wolltest. Ja, tatsächlich. Also wir haben tatsächlich einiges an Fragen. Die erste Frage, die ich mir schon mal notiert hatte, war, wie gefährlich, in Anführungszeichen, ist es denn, einen externen Mitarbeiter ins Team aufzunehmen? Also auch da wieder so ein bisschen die Bedenken, was können die denn so alles treiben? Also ich habe es mal ganz kurz mit dem Satz schon angerissen, ein Externer darf immer weniger. Also es gibt die Rollen Owner, Besitzer des Teams, die dürfen alles und ich kann auch jemanden weiteren zum Besitzer machen. Es gibt die Rolle Mitarbeiter, was die machen dürfen, kann ich stark einschränken.
Aber ich kann Ihnen auch große Freiheiten geben, Kanäle anlegen, Kanäle löschen. Und es gibt die Rolle Gast und das ist der Externe. Und die Rolle Gast darf von Haus aus so gut wie gar nichts, außer sich die Chatbeiträge lesen, sich Dokumente herunterladen, weil ich will ja mit diesen auch zusammenarbeiten. Und ich kann dem Gast allerdings auch erlauben, einen Kanal anzulegen, aber das kann ich mir auch gut überlegen, ob ich das tatsächlich machen möchte. Okay. Also wunderbar. Nicht gefährlich, würde ich sagen. Nein, also unsere Erfahrungen sind da eigentlich auch positiv und wir haben da auf alle Fälle auch noch keinerlei Probleme gehabt. Also wir arbeiten ja auch mit einigen Gästen da zusammen. Aber klar, für alle irgendwie so ein bisschen Gefühl, was passiert denn da alles? Dann habe ich hier eine spannende Frage, das tatsächlich auch häufiger jetzt kommt im Rahmen von Teams. Kommt OneNote wieder so ein bisschen nach vorne, obwohl es ja schon seit 2003 im Office-Paket ist. Wie stehen denn OneNote und Teams zueinander? Also ich finde, OneNote ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu Teams. Ich muss noch eins dazu sagen, ich bin ein OneNote-Fan seit 2007, 2008. Also ich mache daheim alle Informationen eigentlich immer in OneNote rein. Kein Suchen mehr, sondern ich finde es wirklich sehr, sehr schnell. Ein bisschen enttäuscht war ich, dass Microsoft ab 2016, genau, 16, die keine, ja. Genau, keine Version 2019 mehr gemacht hat. Genau. Und ich war auch am Anfang etwas entsetzt, als ich dann zum ersten Mal auf das Online-OneNote draufgegangen war, weil das ungefähr nur 30% des Funktionsumfangs hat. Ja. Aber sie haben uns dann wieder die Möglichkeit gegeben, das 2016er parallel zum 2019er Paket zu installieren. Und ich kann jederzeit das ja verwenden. Also ich würde auch hier an der Stelle, wenn Sie es einsetzen, es ist eine ganz tolle Sache zum Austausch. Es ist einfach, es ist für mich eigentlich ein richtiges Wiki, ein besseres Wiki, als in Reiter Teams angeboten wird, weil das Wiki des Reiter Teams ist für mich mehr so FAQs, häufig gestellte Fragen. Ja. Und dann aber die Bearbeitung den Leuten zeigen, wie sie es auch offline machen können, also mit der Desktop-App machen können. Das würde ich halt auf jeden Fall empfehlen. Genau. Interessanterweise war ja eigentlich in den ersten Versionen von Microsoft Teams, also während der Beta-Phase und eigentlich zu Beginn, war ja tatsächlich OneNote eigentlich das, was standardmäßig mit angelegt worden ist, wenn man ein neues Team oder einen neuen Channel angelegt hat. Und das haben sie dann halt eben geändert. Gab ein bisschen Hickhack. Leider ist das, wie gesagt, bei OneNote immer so. Aber Tatsache, auch meine Empfehlung, wir haben auch schon einige Webinare, Praxischeck-Webinare gemacht. Nutzen Sie das, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Werkzeug und hat auch bei uns so im Rahmen der Migration auf Office 365 damals alle begeistert und ja, wie gesagt, es löst tatsächlich viele, viele Herausforderungen, die so im Rahmen dieser Migration gekommen sind. Dann haben wir hier schon eine sehr spezielle Frage, um in einem Team einen gemeinsamen Kalender zu nutzen, muss ich ja erst eine 365-Gruppe anlegen und daraus das Team machen. Ist das in Teams inzwischen nachträglich konfigurierbar und kann man den Kalender nachträglich möglich machen? Da bin ich jetzt auch so ein bisschen gespannt. Also ich kenne das gar nicht. Also ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig verstanden. Manchmal, wenn man so dreimal Teams und dreimal Kalender hört, muss man es auf die Reihe bekommen. Also im Moment ist es so, sobald ich ein Teams habe, habe ich einen Kalender. Also nachträglich muss ich da nichts mehr machen und kann praktisch den Teams-Kalender entsprechend nutzen. Mache ich gerade bei meinen Vorlesungen an Hochschulen, da muss ich ja die ganzen Studenten einladen zu den Vorlesungen. Ja. Ich habe das Team angelegt, den Kanal angelegt und im Kalender genau das eine vielleicht noch richtig, das beanstande ich auch noch so ganz leicht. Wenn man eine Besprechung macht, sagt man im Prinzip, also eine Besprechung in Teams, sagt man, welcher Kanal dazugehört. Und dann habe ich im Prinzip sofort die Verbindung wieder zu dem Kanal, zu dem Team. Aber hinterher kann ich das nicht mehr machen. Also Stand heute oder Stand vor einer Woche, da habe ich es zuletzt probiert, kann ich leider hinterher nicht mehr sagen, jetzt gehört es zu dem Kanal, dann habe ich alle wieder ausgeladen und wieder neu eingeladen in den Kanal. Ja, also das muss man tatsächlich halt eben vielleicht auch an der Stelle mal sagen. Es gibt immer noch ein paar Aktionen, die im Nachgang nicht so ohne weiteres änderbar sind und die dann doch irgendwelche Auswirkungen haben. Also von daher, Sie haben ja die Überschrift so ein bisschen das Chaos, was halt eben entsteht. Und gerade zu Beginn macht man den einen oder anderen Fehler. Und das sind ja genau halt eben so Dinge, die einem dann begegnen. Ja, da ist Teams tatsächlich immer noch, ich sag mal, mit ein paar Sachen unterwegs, die sich im Nachgang nicht so einfach ändern lassen. Deswegen, man muss wahrscheinlich auch immer erstmal so ein bisschen die Erfahrung sammeln. Wenn ich noch ganz kurz was zufügen kann, gerade da hilft einem aber jemand, wenn ein Trainer kommt oder ein Berater kommt, sagt Achtung an den Stellen. Und das ist zum Beispiel, das sehe ich als meine Pflicht, meine Aufgabe an, sagt, das ist alles ganz toll, bin begeistert, aber passen Sie hier auf, wenn Sie das so machen, dann haben Sie nachher Ärger und müssen nochmal nachbessern.
Das ist richtig. Und Sie haben es ja auch ein paar Mal erwähnt, es gibt ja halt einfach auch diese Verzahnung zwischen Teams und SharePoint, den Office Groups. Also da passiert ja sehr, sehr viel im Hintergrund. Und wir, die wir so von der technischen Seite, das seit, ja, ich sag mal, 20 Jahren ja alles so erleben und auch schon SharePoint seit Ewigkeiten kennen, wir können uns das immer herleiten. Und viele, die jetzt vielleicht erst einsteigen, da passieren Dinge im Hintergrund, die verstehen das gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Deswegen Tatsache auch meine Empfehlung, sich mit denen mal zusammenzusetzen, die vielleicht schon die ein oder andere Erfahrung halt eben haben. Aber es, wie gesagt, lässt sich wahrscheinlich nie so ganz vermeiden. Und ich sag mal so, Angst sollte man jetzt auch nicht unbedingt halt eben haben. Es ist eigentlich, glaube ich, immer auch so ein bisschen ein Lerneffekt. Ich habe hier noch das Thema der Planner-App, auch wie gesagt bei uns häufig in Webinaren schon behandelt. In privaten Kanälen funktioniert diese App nicht gut, wenn man das vorher weiß. Also das heißt, die Planner-App in privaten Kanälen, ist das tatsächlich so? Ich weiß es gar nicht. Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, weil ja, also ich nutze sie auch nur in öffentlichen, gell? Das müsste ich tatsächlich testen. Ja, also ich sag mal so, wir haben das Thema Planner auch tatsächlich mit Teams halt eben und es ist ja eigentlich die perfekte Ergänzung. Vielleicht bringen wir an der Stelle einfach mal mit rein, da wird sich einiges ändern, weil tatsächlich der gesamte Aufgabenbereich ja durchaus bei Microsoft sich jetzt ein bisschen ändern wird. Es wird dann diesen Tasks-Bereich dann halt eben geben in Teams. Und da wird dann quasi, werden auch die Aufgaben aus dem Planner halt eben entsprechend mit reinlaufen, aus To-Do, also da passiert einiges. Ich hoffe, es wird dann ein bisschen einfacher und dass es vor allen Dingen auch mal dann stabil dabei bleibt, dass wir nicht permanent auch irgendwelche neuen Benamungen haben, damit man da ein bisschen mehr Vertrauen hat. Das geht Ihnen wahrscheinlich auch so. Permanent tut sich irgendwas und man weiß schon gar nicht mehr, was man schulen soll und sagt, macht mal langsam. Gut, also kommt. Dann haben wir eigentlich, ich glaube, Frank, hast du noch eine Frage gesehen? Ich bin jetzt hier so durch. Ach, die Breakout-Runde, das habe ich schon. Hast du was gesehen noch? Ich denke mal, ich habe noch eine letzte Frage vielleicht. Microsoft Teams Ablage revisionssicher. Spricht eigentlich für Controlling oder QM, ob man das dafür entsprechend nutzen kann. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit so rechtlichen Fragen, weil ich kein Jurist bin, sondern also die Frage können wir vielleicht so beantworten, wenn SharePoint revisionssicher ist, würde ich sagen, ist es Teams auch. War das elegant aus der... das haben wir elegant, das stimmt allerdings. Also Fakt ist, Tatsache, alles, was ich in Teams ablege, unter Dateien ablege, das ist tatsächlich genau der Versionierung und da gibt es ja genau halt eben auch, ich sag mal, Methoden, das revisionssicher zu machen. Also würde ich jetzt auch erstmal so beantworten, aber Fakt ist, das muss natürlich auch mal genauer dann halt hinterfragt werden und unter der Definition revisionssicher würde ich jetzt auch mal ein bisschen vorsichtig halt eben sein. Hier gibt es noch die eine Frage. Teams entwickelt sich rasant. Das würden wir wahrscheinlich alle unterschreiben, die wir da zu tun haben. Gibt es eine deutsche Microsoft-Seite, die alle geplanten Funktionen schildert? Also mir ist sie noch nicht begegnet. Ich bediene mich tatsächlich vieler Inhalte, die über LinkedIn und YouTube kommen. Da gibt es zum Beispiel einen, wir empfehlen das ja auch wirklich gerne weiter, nennt sich Collaboration Coach. Den gucke ich immer sehr gerne. Der macht einmal im Monat auf YouTube eine Zusammenfassung, was sich alles in Teams tut. Ganz toll, ganz wirklich super. Vielleicht nicht unbedingt für Anwender, weil Anwender sind davon eher verwirrt, was sich da so alles halt eben tut. Aber für diejenigen, die wirklich so up-to-date bleiben wollen, kann ich das empfehlen. Vielleicht haben Sie auch noch eine Empfehlung zum Abschluss? Also ich bin ganz ehrlich immer auf die Microsoft-Seiten gegangen, wenn ich mich informieren wollte. Ich darf noch eine Empfehlung geben, Microsoft User Voice. Also wenn man danach googelt, kommt man auf die Microsoft-Seite, wo man auch als Anwender Verbesserungsvorschläge, Wünsche äußern kann. Und hier kriegt man sehr viel auch an Input und Antworten dann von Microsoft mit. Und da werden sehr viele Sachen dann von Microsoft-Entwicklern beantwortet mit einer Info, dass ist ein guter Vorschlag, das haben wir schon geplant, das kommt im vierten Quartal. Ja, guck mal, toll. Sehr, sehr toll und man kann eigene Vorschläge machen. Also Microsoft User Voice wirklich sehr gut. Okay. Wunderbar, Frank. Also das heißt, wir haben dann auch tatsächlich von Microsoft die Hot News. Also wie gesagt, man kriegt sie ja letztendlich von Microsoft auch per E-Mail geschickt, aber verschiedene Quellen und es ist wirklich extrem dynamisch, was passiert. Ja, ich glaube, wir haben es und die Fragen, die wir jetzt nicht direkt beantwortet haben, wie immer,
werden natürlich gesammelt, werden im Nachgang mit den Referentinnen und natürlich auch Frau Herzog jetzt an dieser Stelle noch einmal ja abgestimmt. Die Antworten werden zusammengestellt und das bringen wir alles zusammen mit allen Aufzeichnungen von diesem Tag, alle einzelnen Vorträge. Und wir packen auch nochmal die Vorträge der ersten Convention aus dem Juni damit rein. Das heißt, Sie werden nichts verpassen, auch wenn vielleicht zwischendurch mal Tonstörung war oder Sie sich für den einen oder anderen Vortrag halt eben herausgenommen haben. Ja, Frau Herzog, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass Vielen Sie Dank. Auch mal mit dabei waren. Alles klar, danke auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss, bis dann. Tschüss. Ciao.